Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Warnheim. So, die Butze hier war ja mal die größte Enttäuschung überhaupt. Ich bin jetzt an die neue Base gesprungen und wir gucken mal auf den Berg hier. Ich hätte gerne ein bisschen Silber, wenn es machbar wäre. Das wäre schon mal ein Träumchen. Wow. Aber nicht nass werden jetzt auf den 10 Metern. Schön, es würde nicht anfangen zu regnen. Ausdauer. Die Route ist an. Sie schlägt hoffentlich auch gleich aus. So. Lass mal gucken. Oh, da sind schon mal zwei Wölfe auf jeden Fall. Da unten sind Skelette. Hast du mich gesehen? Es wird auch schon dunkel. Hallo. Komm, ich gönn mir mal. Tatsächlich noch ein paar von euren Fällen, aber das, am wichtigsten wäre jetzt eigentlich Silber, das wäre mega cool. Noch keinen Ausschlag. Glaubt mir, Leute, manchmal wünscht man sich einen. Auf meiner Route. Aber schon wieder einen Drachen am Hacken. Ah, shitty. Und die Eisenpfeile sind jetzt nicht so prickelnd. Oh, scheiße. Bleib hier. So. Bisschen Ausdauer aufbauen lassen. Die Route hat immer noch nicht ausgeschlagen. Gleich werde ich ein bisschen garstig. Freunde, mir muss da irgendwo mal Silber geben. Gott sei Dank. Aha. Das ist auch nicht mal ein Glückstreffer hin, ne? So. Jo, Drachentrophäe. Nice. Ah. Komm hier jetzt aber.
ja eine schwere Geburt. Silberader! Oh mein Gott, Gott sei Dank. Leute, das hat jetzt aber gedauert. Jetzt ist auch noch Schneesturm. Komm her, ich will weiter graben. Nice. Weil wir haben nur noch 1,35. Dann müsste ich sogar noch einen zweiten Trank nehmen. Und ich weiß, es ist ganz schön dunkel. Ich habe auch meinen Reif nicht dabei. Jo. Silbererz, sehr gut. Tatsächlich versuchen noch ein bisschen was runterzuklopfen an dem alten Berg. Oh Gott, ich bin froh, dass wir hier was gefunden haben. Und das ist auch noch direkt bei uns an der neuen Base. Hm. 30 Sekunden nur noch. Da muss ich ja eigentlich runter von der Bude, bevor ich erfriere. Aber so 10 Silber würde ich schon ganz gerne mal mitnehmen. Oh nein, scheiße. Ich muss mal ein paar Steine hier lassen. Und wir frieren. Alles klar und haben keine Ausdauer mehr. Runter von dem Berg hier. Nein, ich habe es nicht markiert. Alles klar. Dann bleiben wir doch hier oben. Dann investiere ich jetzt nochmal eins und wir klopfen noch ein bisschen, auch wenn es echt ein bisschen düster ist. Dann lasse ich die Steine erstmal hier. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen Holz. Würde ich mir eine Truhe bauen. Als erstes markieren wir die Chose mal hier. Jetzt finde ich das doch nicht wieder. Super. Achso, hast du eine Truhe? Ne, wir haben gar kein Holz. Oh, da wird es auch schon wieder hell. Und das ist ja nice. Ach, so ein Mist. Oh nein. Ach so, jetzt kann ich ja den Gürtel aktivieren. Du kannst immer nur Gürtel und Wünschelrute. Warte, ich bin ganz außer Übung. Dann hört das zum einen das Gepiepe auf. Und wir können natürlich noch ein bisschen mehr tragen. Gott sei Dank. Ach, scheiße. Gott sei Dank. Und jetzt sehen wir auch wieder ein bisschen was. Machen wir die Spitzhacke. Machen wir jetzt noch klein. Ja, guck mal, hier geht es ja noch weiter, die Ader. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was.
Spitzhacken schon auf 40. Steine kann ich zwar auch sehr gut gebrauchen. Oh, ich bin schon wieder tatsächlich zu voll. Alter, ist das ein Wetterchen, ey. Kann ich mir eine Truhe bauen? Eine Truhe bitte. Sehr gut, schmeiß mal hier. Holz rein, das rein, Wolfsfelle rein. Die Trophäe brauchen wir sowieso nicht. Drei Silber hätte ich gerne noch. Dann könnten wir uns auch erstmal auf den Rückweg machen. Genau das letzte Silber. Es ist so schweineschwer, das Zeug. Nein, hör doch auf zu hauen. Jawohl. Alles klar, die ersten 20. Packe ich mir den Rest Steine wieder rein, den ich noch tragen könnte. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, so machen wir uns erstmal auf den Weg zurück. Wow, die sind ja richtig schwer. Kann ich noch laufen? Ja. So soll es sein. Nix wie weg. Oh, hier ist sogar noch Opsi. Das müssen wir uns dann auch nochmal besorgen. Was ist das für ein Wetter? Oh, schnell raus hier. Kleinigkeit essen. Das heißt, jetzt müssen wir auch direkt mal zusehen, ob wir uns hier schon mal eine Schmelze hinstellen. An die neue Base. Sehr gut. So. Um das Zeug zu verarbeiten, weil wir jetzt nicht mehr durchs Tor laufen können. Wir können auch zu Fuß rübergehen, aber ich glaube, obwohl für so einen Wolfsfellumhang wäre es schon ganz nice. Ich lasse das hier und gucke lieber, dass ich mir hier schon mal auf die Schnelle versuche, eine Schmelze aufzubauen. Kohle könnte ich ja sogar erstmal mitnehmen von hier drüben. Ich habe ja ein bisschen was vorbereitet. Für den Fall, dass wir Silber finden.
So. Jetzt ist nur die Frage, haben wir genug Sortlingkerne noch? Ne, haben wir nicht. Fehlt tatsächlich einer, so Mist. Weißt du was? Weil hier sowieso überhaupt nichts mehr drin ist. Doch, Kohle ist hier drin. Scheiße. Selbst die kriege ich wieder, wenn auch nur zur Hälfte, glaube ich. Ja. Bis auf eine, ne? Habe ich alle wieder bekommen. Menü schließen. So. Alles klar, bauen wir die uns drüben auf. Geht schneller als das Silber hin und her zu schleppen, würde ich sagen. Und das können wir ja jederzeit später nochmal versetzen. So hätten wir sie jetzt erstmal hier stehen. Wir ziehen ja dann eh nach und nach um. So. Kohle rein. Oh mein Gott. Oh, hier ist ja noch richtig was so. Silber rein. Bei der Gelegenheit teste ich gleich mal was aus. Wie heißt das hier? Hauptbase. Okay. Guckt tatsächlich die eine Spitze, guckt oben raus. Jetzt hätte ich nämlich hier unten tatsächlich mal einen Portalraum gemacht. Da hättest du doch 2, 4, 6, 8 Tore mal locker hinbekommen. Wenn jetzt hier die Spitzen in meiner Base rausgucken, ist das auch blöd. Außer ich müsste dann doch nochmal eine Mauer draufziehen. So, unser erstes Silber. Wolfsbrustschutz, Wolfsbeinschutz. Drachenhelm, Wolfsumhang. Cool. Silberschwert, das müssen wir dringendst alles mal antesten. Können wir uns natürlich nur in der Schmiede, glaube ich, angucken. Ja. Dann sollten wir jetzt auch echt zusehen, dass wir hier ein Dach über die Klamotten kriegen. Dass hier erstmal weiter an der Base geschraubt wird. Um hier die Handwerkstationen nutzen zu können. So. Ja, dann würde ich erstmal zusehen, dass ich hier den Rest aufgeschüttet bekomme. Nein! Oh mein Gott. Was ist das denn? Scheiße. War da nicht die Drachentrophäe? Ach, da liegt sie. Oh mein Gott, oh Gott. Geht das hier nicht? Ah. Das Problem ist, wenn ich das jetzt hier unten wieder abbaue,
Ja, guck. Da schlägst du oben wieder eine Kante raus. Das ist so mega kacke. Ja, ist genauso wie vorher jetzt wieder. Bloß, dass ich 2000 Steine verbraten habe. Das weiß ich noch nicht, wie ich das hinkriege. Wenn ich jetzt hier wieder plätte, bringt es nichts. Ich muss das aufschütten. So kriege ich das nicht zu. Voll ätzend. Soll ich das jetzt noch einmal ausprobieren? So. Ja, es ist etwas besser, aber jetzt hast du unten hier wieder. Und hier halt auch. Das weiß ich in der Tat noch nicht, wie ich das machen soll. Aber zumindest fallen wir jetzt hier schon mal nicht mehr rein. Ja, ich würde es jetzt erstmal so lassen. Zur Not musst du dann hier irgendwie einen Holzbalken oder so vorlegen. Dann muss ich jetzt noch mal ein paar Steine organisieren. Ist ja eh gerade dunkel, ne? Das mache ich dann mal ohne euch. Um hier noch ein bisschen aufzuschütten und noch eine Reihe draufzuziehen. Hier liegt ja nichts mehr rum, wie es aussieht. Ich werde noch ein bisschen Material besorgen. Derzeit kann auch noch hier ein bisschen Silber durchschmelzen. Wir brauchen 20. So. Ach guck mal, hier sind sogar noch ein paar Steine. Sehr gut. So, hier kann noch ein bisschen durchschmelzen. Ich bastel hier noch ein bisschen dran rum, ne? Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Das sind tatsächlich schon wieder die Steine alle. Sieht hier so ein bisschen komisch aus, weil die Station ja unbedingt ein Dach braucht hier unten. Die Werkbank, wenn ich hier meine Klamotten machen will und so lackieren auch baue und Kram besorge. Kann ich die sonst nicht benutzen, deswegen müssen wir die erstmal provisorisch so hinstellen. Habe ich schon wieder alle durchgebraten. Tatsache. Ja, ist also ganz langsam wird's, ne? Hier der Übergang ist ein bisschen scheiße, weil hier die Steinwände drunter sind. Die sieht man jetzt hier leider durchscheinen. Da muss ich gucken, wie ich das mache. Vor allem, wie ich dann hier ein vernünftiges Dach hinbekomme. Das weiß ich auch noch nicht so genau. Vielleicht mache ich es auch einfach ohne diesen Knick hier, oder? Die 5 cm. Die kann ich mir dann, glaube ich, auch sparen. Da kommen wir wenigstens fast einmal rum. Naja, wir machen das so. Das reicht mir auch von der Grundfläche. Wir machen ja auf diese Etage noch eine dritte oben drauf. Von daher passt das. Das einzige Problem ist der Streifen hier, ne? Den machen wir aber sofort mal weg. Wenn wir hier ein bisschen Kernholz noch hätten. 15. Ah. Ja, hier ist noch genug. Okay. Dann machen wir nämlich hier nochmal Kernholzbalken lang.
Um diese ramschige Kante ein bisschen zu kaschieren, aber. Müsste ein bisschen weiter rausstehen, ne? Das bringt leider gar nichts. Wie sieht's denn aus mit? Was könnte man machen? Warum geht das jetzt hier nicht weiter? Ah, jetzt. Ja, okay. Das bisschen cooler ist das tatsächlich. Und das ist Schrott hier. Lass das. Mach das weg. Genau. Ziehen wir es einfach ein weiter rum. Ah, okay. Hier muss ich aber erstmal. Theoretisch muss ich hier erst die Steine draufsetzen. Nicht, dass da die Stabilität drunter leidet, ne? Also. Muss ich tatsächlich schon wieder ein paar Steine fahren. Vielleicht kriegen wir dann trotzdem mit dem Balken noch was hin. Naja, da wollte ich ja nochmal eben gucken. Kann man die jetzt irgendwie ein bisschen geiler da noch anbringen? Ja. Kannst du jetzt hier. Kannst du jetzt auch hier drauf legen? Ah, okay. Aus reinen Optikgründen. Also da kriegen wir schon irgendwie eine Lösung hin. Allerdings brauche ich jetzt auch irgendwie eine Lösung. Für meine Schmiede. Wir fahren Steine, dann bauen wir das Grundgerüst vom Haus auf, dass wir hier vernünftig unsere Bänke mal reinstellen können. Das nervt. Aber das muss jetzt erst fertig werden, da kommen wir nicht drum rum. Ich fahre noch mal ein bisschen Krams. Und da ich diesen Part des Bauens an einem Stück aufgenommen habe, müssen wir jetzt an dieser Stelle mal so langsam einen kleinen Cut machen. Ich habe es ja eh schon relativ grob zusammengeschnitten. Wenn man rumprobiert und friemelt, kannst du ganz schnell mal auf die Uhr gucken und 2 Stunden sind rum. macht aber nichts, ich hatte richtig Spaß dabei. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem Bauen unserer Base. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal Valheim. Danke fürs Zusehen. Macht es gut. Bis denne. Tschüss.